Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen auf den neuen Flug in Richtung Las Vegas. Wir werden viel Elo sehen und heute Schako spielen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es tatsächlich sehr gut. Heute gibt's Schako auf dem verfluchten Elo-Account, ja. Das Ziel ist, Elo zu machen. Ob das so klappt, werden wir sehen. Wir spielen heute AD Schako. Ich mag Schako sehr, sehr gerne, muss ich tatsächlich sagen. Und wir werden natürlich heute tryharden. Naja, ich meine, wir haben letztes Mal auch getryhardet, aber heute tryharden wir auch wieder. Das heißt folgendes, für alle, die keine Ahnung von Schako haben. Erstmal Schako braucht, ja, es kommt drauf an, wo man anfängt, ja. Aber wenn Schako bei dem Buff anfängt, helft ihm, Leute, ja. Weil, was viele Leute nicht verstehen, bei Schako ist es so, man platziert die Boxen halt, je mehr Hilfe man bekommt, umso mehr Boxen kann man woanders platzieren. Das ist actually ziemlich cool. Und die Leute sagen immer so, hey, wenn du Schako bist, muss ich dir nicht helfen. Und dann, ja, muss man aber halt alle Boxen an einem Ort stellen und das ist ziemlich kacke. Jetzt zum Beispiel haben wir hier noch eine Box. Ja, das ist ziemlich cool. Und können hier noch eine Box hinstellen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Na, dadurch haben wir den Red Buff auch gleich geschafft. Ja, gegnerisches Team. Wir haben dann Lee Swinger Boy. Lee Sin ist relativ gut gegen Schako, muss man tatsächlich sagen. Weil er mich natürlich auch aufdecken kann mit seinem Q. Mit seinem E so halb irgendwie. Und ja, die sind aber relativ squishy, muss man sagen, die Gegner. Sie haben Xerath AD Carry. Vielleicht ist das auch Senna AD Carry mit Xerath Support oder sowas. Ja, müssen wir mal gucken. Mit Senna hier Fastening oder so. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ja, grundsätzlich, Schako ist ein sehr, sehr cooler Champ. Macht super viel Spaß. Das Problem an Schako ist, er ist entweder mega gut im Game oder mega bescheiden. So, diese zwei Dinge. Ich meine, vielleicht ist es fair, dass es so ist, aber ja, das ist halt der Deal, den wir machen. Wir gehen mal Toplane-Ganken, was sehr gefährlich ist, weil in der Zeit kann er mal ein Blau nehmen. Ja. Wir werden es trotzdem mal probieren, weil, ne, das sieht gar nicht so schlecht aus. Guten Tag, ich bin da, lauf in die Box. Er ist in der Box, sehr schön. Und zack. Worth. Das hat doch gut geklappt, Leute. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Ja, mit Tantas Talisman geht man tatsächlich auch nicht out of Mana. Jetzt ist die Frage, es kann sein, dass er mal in meinem Blue ist, der Lee Sin. Und deswegen können wir gucken, dürfte er wahrscheinlich nicht an seinem sein. Okay, der ist nicht mehr da. Die Frage ist, machen wir Taunty? Ich glaube, wir scheißen auf Blue. Wir haben Toplane den Kill gegeben. Ich denke, das ist maximalus Worthless. Ja, weg. Oh, shit. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen warten, bis er uns cute. Shit. Okay, wir leben. Das ist okay. Das ist absolut okay. Vor allem, ich glaube, mein Blue ist dann auch noch da. Okay, das war ganz schön sneaky von ihm, muss man sagen. Deswegen war auch er schon im Fluss. Mein Ziel ist so, also ich kann mich noch nicht ganz entscheiden, was ich gerne als erstes baue. Könnte sein, dass Lee Sin hier ist. Ich möchte sehr, sehr gerne, ich glaube, wir machen die, damit heile ich mich sehr gut. Falls der Blue weg ist, dann ist es so. Das Mana braucht man dank des Talisman nicht unbedingt. Also ich würde entweder Tiamat als erstes kaufen. Deswegen haben wir auch dieses Teil, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so weit weg. Oder Attack Speed Schuhe. Das eine ist sehr, sehr gut zum Jungeln. Und das andere ist natürlich sehr, sehr gut zum Ganken. Und generell, weil man schneller auf der Map unterwegs ist. Ich mache das meistens davon abhängig, wie viel Geld ich habe. Ja, die sind jetzt nicht sehr weit auseinander, aber oft kann ich nur das eine oder das andere kaufen. Okay, Blue Buff, nee, ist sogar da, verrückt. Ich hätte ihn vielleicht nicht direkt smiten sollen, aber, ja mei. Leben ist kein Blaubauhof. Guti, den gönnen wir uns. Danach haben wir immer noch nicht so viel Geld. Wir haben jetzt 900, dann versuchen wir noch den Gromp eben zu machen. Den guten Mr. Gromp. Wir könnten auch gucken, ob der untere Taunty da ist. Ich habe ja einen nicht bekommen, beziehungsweise noch gar keinen, aber der ist sehr wahrscheinlich weg. Na, kann man von ausgehen. Jetzt machen wir nochmal Smite. Zack. Und jetzt haben wir nämlich 1100 Gold. Ja, ne? Das heißt, ein Tiamat können wir uns nicht kaufen, aber Schuhe. Ja, ich glaube, actually, Tiamat ist besser. Weil man dadurch... Wir machen mal das Ding hier. Weil man dadurch... ja, einfach, falls ein Gank nicht klappt, können wir schön, solide, schnell jungeln. Außerdem hat man beim Gank durch die zusätzliche AD ordentlich Damage. Ja, und durch Hail of Blades, was unglaublich wichtig ist. Wenn ihr AD Schako spielt, spielt Hail of Blades. Ist die, also, 100 mal besser als jede andere Rune. Einfach, 100 mal. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Einfach 100 times. Gib mir. Was? Oh, aber jetzt Attack Speed Schuhe, Leute. Attack Speed Schuhe. Move and Speed, Leute. Ohne Move and Speed wäre ich da nicht gewesen. So ist das Leben manchmal. So, ihm gucken wir einfach zu. Und dann gehen wir weg. Taunty ist sogar noch da. Gönnen wir uns Taunty, ist auch nicht verkehrt. Na, machen wir hier eine Box. Wir müssen gucken, dass Lee Sin jetzt mir nicht auf den Keks geht. Könnte sein, er war aber noch nicht shoppen. Das heißt, ich habe mehr Damage als er. Was zugegebenermaßen nicht verkehrt ist. So, wo können wir was machen? Wir müssen viel ganken. Als Schako möchte ich viel ganken. Botlane sieht
theoretisch gut aus. Allerdings ist Botlane sehr hart reingepusht. Midlane ist potenziell, sagen wir einfach mal, der ist immer noch an den Vögeln zugange. Guten Tag. So, einfach nur mal ein bisschen Damage gemacht. Kostet mich ja nichts. Außer vielleicht ein bisschen Zeit, aber na, jeder Damage hilft. Ich freue mich auch manchmal, wenn mir der Jungler nicht zu viel XP klaut, wenn er mir einfach kurz eben auf der Lane hilft, ne? So, selbst wenn er nur 15% Damage macht. 15% Damage sind 15% Damage, ne? Wie man so schön sagt. Ja, Guti. Ja, ihr seht, die würden mit Tiamat viel, viel besser klappen. Aber wir müssen uns jetzt ganz gut heilen. Wir haben 360, mal gucken und... Bap, 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 bap. Jetzt haben wir, naja, 500, aber kriegen nochmal ein bisschen was drauf hier auf dem Deckel. Ich kann gerade nirgendwo so richtig geil ganken, muss ich zugestehen, dazu gegebenermaßen sagen. Wir könnten gucken, ob wir, also entweder er nimmt wahrscheinlich jetzt direkt den Red Buff und wir nehmen ihm gleich seinen Blue Buff einfach. Der braucht noch, wissen wir nicht wie lange. Ich platziere schon mal eine Box. Wir müssen natürlich ein bisschen auf den Infernal Draco Malfoy aufpassen. Gromp ist nicht da. Okay, Gromp ist da, aber ich weiß nicht, ob ich den machen will, weil gleich kommt der Blue Buff, der müsste jetzt in 15 Sekunden erscheinen, I think. Guti, bisher nicht viel gegankt, aber ja, Botlane bietet sich gerade an, aber generell, ja, es ist jetzt nicht so geil zugegebenermaßen. Die E macht zusätzlichen Schaden, wenn das Ziel low ist. Ich mache das meistens, je nachdem, wie weit ihr im Game seid, direkt am Anfang eine E. Und bis er dann low ist, könnt ihr quasi nochmal eine E machen, also quasi jetzt. Zack, am besten von hinten. So. Gut, jetzt gehen wir Red Buff. Toplane könnten wir ganken, aber ist keiner da. Also normalerweise gank ich die Seele aus den Gegnern heraus. Zumindest muss das das Ziel sein. Ist gerade nicht der Fall. Na? Aber Leben ist hart. Was soll man sagen? Leben ist hart. So, jetzt machen wir wieder Smite E. Damals wurde man immer instant bestraft, wenn man die Ziele zu früh gesmited hat. Das waren noch Zeiten. Wenn du zu früh gesmited hast, stand hier ein gegnerischer Jungler, hat sofort dir deinen Buff weggenommen. So, Lee Sin ist unten. Ich habe relativ wenig HP. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er Infernal macht, aber glauben. Was ist glauben? Na, glauben ist jetzt auch nicht so geil, aber wir brauchen mal eben ein bisschen HP. Es kann sein, dass er ihn macht. Ist nicht ausgeschlossen. Aber, naja, er ist Lee Sin, der braucht das auch, ne? Im Late Game scaled er nicht ganz so geil. Na? No? Da kann er jede Hilfe... Nee, okay, den macht er nicht. Oder? Okay, er hat ihn gemacht. Ja, ist doof, aber meine Botlane war eh nicht da. Also, was hätte ich machen sollen? So, wir versuchen jetzt mal Midlane nochmal zu ganken. Corki zu ganken ist natürlich nicht ganz so geil, aber wir versuchen es. Der wird wahrscheinlich einfach wegspringen. Hat mich sogar gesehen. Kriege ich aber nochmal eine E-Mail. Zack. Oh, ein Towershot. Autsch. Autsch. Okay, Leute. Wir machen mal im Tiermat fertig. Bisher, nicht so richtig. Oh, hier ist sogar Vision. Deswegen hat er mich auch so früh gesehen. Bisher nicht so Turbo. Wir könnten Toplane ganken. Hab aber. Nee, komm, wir ganken Toplane. Ist gerade perfekt. Muss nur gucken, dass er uns nicht tötet. Aber sieht eigentlich gut aus. Hier ist auch ein Kontrollwort. So, das Problem ist, er kann gleich irgendwie, irgendwo, irgendwen weghauen. Vielleicht mich. Deswegen machen wir mal so. Zack. Schön. Schön. Die Frage ist, helfen wir beim Pushen? Hat sie Teleport? Hat sie nicht? Eine Platte geht bestimmt wohl, oder? Ich habe gerade meinen Klon draußen. Wäre nicht verkehrt, eine Platte zu machen. Klon. Bitte nicht sterben. Das Gute am Klon ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Boxen werden sofort gefokust, aber der Klon nicht. Voll gut. Okay, er ist jetzt leider ausgelaufen, aber ich meine, der Klon wird nicht gefokust, wenn ich nicht komplett retarded bin. Guck mal, das ist ein richtiges Geldfest. Ein schönes Geldfestchen. Oh, lololololol. Okay, das passt aber, glaube ich. Hier ist eine Box. Das sollte klappen. Vielleicht können wir den sogar töten. Ich habe noch Cooldown auf Q, though. Ja, das Ding ist, ich hatte Cooldown auf Q. Und am einfachsten wäre es gewesen, also, ich glaube, der Lee Sin kommt gleich nochmal, actually. Ich glaube, der wittert noch Blut, oder? Vielleicht hätte ich da helfen können, aber sie hätte auch ein bisschen weniger greenen können und ihn ein bisschen mehr, hat er auch gut gemacht, der Lee Sin mit seinem Kick. Hätte ein bisschen in meine Box boxen können. Ich hatte halt keine Q und wenn ich einfach auf den Gegner zulaufe, ist auch nicht so geil. So, Tiamat ist fertig. Nächstes Item natürlich das Dalalak-Dalal-Blade. Dalak-Dalal-Blade, very good. Mission kaufen. So, gönnen uns Blue Buff, müssen Botlane jetzt ein bisschen helfen. Wie sieht's aus? Wer farmt denn da? 04 Sender, Poco Nation. Ach so, Leute, ich habe mir überlegt, dass ich auf meinem Twitch-Kanal ein paar Sachen wieder hochlade. Und zwar aber alles Mögliche. Irgendwas. StarCraft 2, Runeterra, vielleicht TFT. Irgendwelche, vielleicht mal Crusader Kings oder keine Ahnung. Zweitkanal ist meine Beschreibung, da war jetzt mega lange gar nichts los, aber falls ihr Bock habt, ne, einfach mal rein abonnieren, ne.
wer nicht genug kriegt. Ich meine, klar sind das vielleicht Games, die ihr nicht spielt, aber ich meine, ich spiele auch sehr oft Games, oder ich gucke sehr oft Games zu, die ich nicht spiele, tatsächlich. Das sieht nicht schlecht aus. Guten Tag, guten Abend. Einmal die guten Abendkarten, bitte. Oh, ich will nicht die Senna haben, die ist eh useless. Ja, Gift, Gift. Okay, Pock, 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 Pock. Pock, 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 Pock. Na, das heißt, also zum Beispiel, ich habe damals, also, oder generell, ich gucke auch, oft Spiele, wenn ich die Person halt mag, ja. Und guck dann irgendwelche, natürlich, manche Spiele machen mir auch überhaupt keinen Bock zuzugucken, klar. Aber, ne, wenn ihr sagt, ja so, ich habe da kein Problem mit, dann Abfahrt, ne. Ich denke vor allem StarCraft 2, das ist, ja, ich werde es vielleicht versuchen auch so ein bisschen zu erklären, aber es ist auch komplett crazy, das Spiel. Werde ich vielleicht mal hochladen, ich weiß noch nicht genau, Runeterra, TFT, alles, einfach alles, alles was es gibt. Vielleicht auch Subnautica, das zweite wollte ich nochmal spielen, Under Below Zero oder wie das heißt, ne. Das ist ja auch nicht verkehrt vielleicht. So, aber gut. Genug Werbung gemacht. Wir müssen jetzt wieder Botlane ganken. Ein weiterer Botlane gank. Abfahrt, Durchfahrt, Reinfahrt. Das sieht schon hier unten aus wieder. Bin da, gutes Ward. Gutes Ward, bin da. Wäre gut, wenn er nicht stirbt. Ist allerdings tot. Komm schon. Aber töten wir sie eben. Okay, sie ist tot. Muss kurz ein bisschen hinter meiner Box verstecken. Sieht aber nicht schlecht aus. Passt. Wer ist das? 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 Corki, Corki. Cocky, Cocky, Cocky. Cocky kriegt ein kleines E mit. Hier eine E. Batz. On a Boxy. Boxy McBoxenstein. Box, 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 Box. Oh, schön. Schön, 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 schön. Läuft doch richtig sahnig. Sahne. Sahne. So, gut. Dann gehen wir mal im Choppy McShoppenstein machen. Ja. Schön. Shaco ist halt so ein richtiger Assi-Champ, muss man wirklich sagen. Also, und um Shaco spielen zu können, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, Tobi, würdest du mir Shaco empfehlen? Grundsätzlich nein, würde ich nicht. Shaco, um Shaco gut zu spielen, müsst ihr richtig assi sein. Ja, ich meine, das ist keine Eigenschaft, mit der man sich wirklich rühmen sollte. Klar. Aber Ingame ist ja okay, ne? Solange ihr nicht im echten Leben assi seid. Also, nicht zu. Aber Shaco ist halt so. Ja, er ist halt schon so ein. Ja, so ein kleines A-Loch, ne? Mr. Kakapopo-Loch. Also. Ne, ihr müsst den Gegner verarschen, töten. Also dann, wenn er nicht aufpasst, so richtig, mit richtig fiesen, dreckigen Mitteln, so. Das ist Shaco. Nix mit Ehre oder so. Fies und dreckig muss das laufen. So, Erde, boah, gar keinen Bock. Toplane gehen wir, glaube ich, nochmal. Das ist sogar relativ gut, weil das Controlled ist noch da. Und Fiora. Könnte baiten, könnte baiten, könnte baiten. Macht sie nicht. Macht, danke ich. Okay, macht sie sogar. Mr. Kakapopoloch ist wieder da. Guten Tag, guten Abend. Okay, 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 okay. Okay, das ist doof. Vor allem, weil er nicht stirbt. Okay, er ist tot. Ja, gut, vielleicht ist Fiora gestorben, aber... ist das my bad? Vielleicht, ja, könnte sein. So, Platten sind weg. Das ist natürlich doof. Wir können jetzt Draktarblade fertig machen. Draktarblade ist ziemlich cool. Ich glaube, warum Hail of Blades, by the way, so stark ist, ist, weil der Klon das auch auslöst, actually. Okay, Drache ist weg, aber ganz ehrlich, den wollte ich eh nicht haben. Was will ich mit Erdedrache? Wir holen uns jetzt alle vier Wasserdrachen. Das müsste ziemlich cool sein. Vier Wasserdrachen bollert richtig rein. Botlane Tower ist leider weg. Aber dafür holen wir jetzt Toplane und sind richtig big im Business. Und Forward habe ich auch noch stehen. Ja, ich bin ja immer so ein bisschen selfish, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Was will ich mit Erde, Leute? Puh, sechs Magieresistenz da, bla bla. Die brauchen das auch nicht mal. Das finde ich auch useless. Und wenn wir jetzt wirklich viermal Wasser bekommen, wäre richtig geil. So, den Itembild, den ich spiele, habe ich von einem ziemlich guten Ultra-Shaco-Spieler. Und zwar, bauen wir jetzt Essence Reaver für CDR. Und dann gehen wir auf Sanguine Blade. Das ist so der Plan, den wir machen. CDR ist ziemlich cool auf Shaco, damit man viel springen kann, viel boxen kann und viel kloppen kann. So wie man... Ich mag CDR. Ich glaube, das ist einfach mein absoluter Lieblingsstat in League. So, wen müssen wir töten? Lee Sin ist 3-1. Hier ist ein Xerath. Guten Tag, Xerath. Oh, das ist jetzt gefährlich? Das ist sehr gefährlich. Oh Mann, ich habe R gedrückt, aber ich hatte es noch nicht ready. Okay, das war maximal dumm. Wurde ein bisschen gebaitet von Jotaro Ronaldo, aber es war meine Schuld. Wurde gebaitet mit Schuld, würde ich sagen. Mit Schuld gebaitet. Ja, es war dumm. Vor allem, wem möchte ich das Gold gegen? Aber Lee Sin, oder? Ja. Lee Sin. Also, es wird bestimmt eh ein Full AD Lee Sin. Also, gucken wir mal. Kriegen wir bestimmt hin. Aber wer will denn? Lasst mich raten. Ich habe noch nicht geguckt. Es ist der AD Carry, der aufgeben will. Oder? Doch, es ist der AD Carry. Wer will aufgeben? Oh, die Jenna.
Leute, ich hab's euch gesagt, Supporter-Spieler sind turbo-toxic und vor allem Jenner-Spieler. Ultra-toxic-Spieler, ultra-toxic. Warum will sie aufgeben? Es steht 9-12, wir haben sogar mehr Kills als die. Wir haben einen 4-0 Silas und 5-1 Chuck und der will aufgeben. I want to go AFK. Chill. Was ist mit euch? Könnt ihr aufhören zu weinen, Leute, oder ist es nicht möglich? Ich hole ab jetzt alle Drachen und dann geht's durch die Wand. Die Frage ist, farmen wir? Nee, guck mal, Lee Sin ist auch 5-1, aber ich habe noch eine 4 dahinter. Können wir hier was machen, ist die Frage. Vielleicht. Der kommt bestimmt nach zu mir unten. Nein, tut er nicht. Kacke. Kackendreck. Mr. Kackendreck. Okay, da ist aber noch Xerath. Und da ist, wo wir jetzt... Hat er das gesehen? Ja, hat er. Schade. Xerath könnte noch hier sein, der Xerath. Ist ein bisschen gefährlich da oben. Guten Tag. Guten Abend. Ne, das ist Shaco, Leute. This is Shaco. This is Shaco and this is auch Shaco. This is auch Shaco. Na, okay, er hat geflasht. Au, 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 au. Ist aber okay, wir kriegen den Tower. Ist fein. Ist vielleicht sogar noch irgendwas da. Die geben uns ordentlich Leben. Wir haben jetzt 470. Gucken wir mal. Zack, jetzt haben wir 600. Ist nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Red Buff ist leider nicht da. So, ein paar Tomaten essen. Yam, 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 yam. Wir können da unten vielleicht die Philola helfen. Ich glaube, die könnte man sogar one-shotten da. So ein bisschen die Senna-Ina, aber... Okay, vielleicht geht ja hier was. Aber nur vielleicht. Wir machen mal hier eine Box hin. Könnte sein, dass gleich hier wer vorbeigeflogen kommt. Ich will nicht unbedingt den Corki fighten, to be honest. Und die Senna auch nicht, weil... Wenn ich Senna fighte, die ist useless. Und dann ultet mich gleich Corki. Aber jetzt... Könnte man, aber ich will auch nicht... am liebsten das Package warten, Leute. Okay, ich habe ein maximales Problem. Okay, ich lebe. Oh mein Gott, dass ich das überlebt habe. Eigentlich hätte ich da sterben müssen, aber gut. Wir leben. Das Ding ist, wann kommt Drache? 1 Minute 25. Ich würde sagen, wir machen mal schnell den hier. Ganz fixi. Müssen aber aufpassen. Hab irgendwie das Gefühl, dass Lee noch mich chased oder so. Okay, macht er nicht. Können wir... Wir müssen jetzt mal hier. Pass auf, das geht da rein. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz, ganz schnell. Leute, 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 Leute. Oh. Guten Tag. Oh, shit. Ja, töt ihn. Tschüss. Later. No, er hat mich wirklich... Ich dachte, das fliegt gegen so eine Box. Sonst hätte ich das gedodged. Ich dachte, die Box fängt das ab. Das ist locker durch die Box geflogen, oder? Och, Leute. Aber gut, wir haben Lee Sin. Wir haben ordentlich Cash gemacht, oder? Wie viel? 500? Jen hat den Kill bekommen? Was sag ich mit unserem 5-0-Silas? Macht der irgendwas? Bestimmt, oder? Ja, Kackendreck. Eide, lebe. Gut, schön, gut und schön. Jetzt zeig mir dein Damage. Zeig mir dein Damage. Schön. Schön. So, Leute, Drache. Das war nicht nur gesagt, sondern das machen wir jetzt auch. Wir holen uns jetzt die Drachen. Drachen, Drachen, Drachen. Ich hab Smite. Ich hab bis dahin gleich Ultimate. Abfahrt. Take all Drakes now. Fiora, wäre cool, wenn du kommst. Wäre cool, wenn ihr alle kommt. Wer ist der Schlimmste? Lee Sin macht viel Damage. Corki ist schlimm. Xerath geht dafür instant tot, da muss man sagen. Also Xerath wäre auch nicht verkehrt, aber Corki ist wahrscheinlich das beste Ziel. Guten Tag. Tschüss. So, wir machen das folgendermaßen. Wir baiten den Drachen raus. Der wird mir den klauen. Leute. 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 Das Ding ist, Lee klaut den einfach. Versteht ihr das? Versteht ihr, dass Lee den Drachen klauen wird, wenn ihr den nicht rausbaitet? Take out. Seid ihr komplett gestört oder nur ein bisschen? Lee will steal. Versteht ihr nicht, ne? Oh. Ja, Leute, der wird den klauen. Ich sag's jetzt schon mal. Ich bin sowieso schon fast tot. Macht mein Smite 680. Ja, der klaut den. Sowieso. Mann, ey. Muss ich euch das erklären, oder was? Ah. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder der Schuldige. Aber ich habe euch versucht, das zu erklären. Ja, der Silas ist halt leider ein bisschen lost. Oh mein Gott. Ja, jetzt brauchen wir die nächsten Drachen alle, gezwungenerweise. Ja gut, aber immerhin werde ich nicht geblamed. Das ist gut. Und ich habe ja auch gesagt, was passieren wird. Ne? Gut. So ist das eben. Jetzt haben wir gesehen, dass ich nicht nur Müll laber. Weiter geht's. Hilft ja nichts. Lass mal jetzt, wie viel brauchen wir hier noch für Dingsen-Dongsen? 1,650. Hat hier gerade jemand gewordet? Ne, sah so aus, logisch. Lull! Lull! Okay, was können wir machen? Wir können mal eben Turbo farmen, kurz. Dann haben wir vielleicht gleich unser Geld zusammen.
I were zoningly? Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch, Lee zu sauen. Vor allem, warum sollte man Lee sauen, wenn man auch einfach zurückpullen kann? Aber gut, hilft jetzt nichts. Wir brauchen noch ein bisschen Geld, leider. Vielleicht können wir uns den Blue holen. Ich bin relativ gut dabei, würde ich sagen. 8-2-5 Toplane, obwohl ich so viel gegankt habe. Richtig bad irgendwie. Aber, keine Ahnung. Hier, was mit Lee Swingers Boy? Guten Abend. Guten Abend. Oh, 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 oh. Den Cocky. Das reicht nicht. Ich werde... Ja, Mist, wir waren ja auch zu alles Dings nicht gut. Mist, das Schlimmste ist, dass mir Geld fehlt. Oh, das Schlimmste ist, dass alle in meinem Team mental sind. Silas ist super mental. Jenna war sowieso mental. Und Fiora ist jetzt auch mental. Das ist nicht einfach. Guys, just group. We good. Es ist der verfluchte Account, Leute. Ich stehe gut und ich spiele gut, würde ich sagen. Aber es ist... Okay, das gerade hätte besser, aber ne? Aber es geht einfach nicht. It is not going. Aber es ist noch nicht verloren, Leute. Wie viel brauchen wir? 900. Dann haben wir schon mal ganz nett CDR und so. Why so serious? So, okay. 3 Minuten der Drache. Baron ist da. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist... Also, entweder wir groupen. Wir sind nicht bad. Naja, doch, wir sind alle richtig schlecht. Ich glaube, das Beste ist, was Leute einzeln töten. Kann ich Lee Sin töten? Ich glaube, die Antwort ist ja. Solange er mich nicht durch meinen Klon kickt, was fatal wäre. Das wäre fatal. So, wir können mal gucken, ob Red Buff da ist. Ein schöner, leckerer Red Buff. Machen das Ding hier mal an. Nope. Ganz schlechtes Thema. Da bin ich raus. Na und jetzt, dank CDR, können wir gleich... Komm schon. Nice. Können wir direkt jetzt relativ früh wieder weitermachen. Wir machen mal hier eine Box hin. Ja, vielleicht geht da ja gleich was. Wir müssen richtig Assassin-mäßig hier hinten dran stehen, Leute. Batz. Zack. Na, so ungefähr. Hier machen wir noch eine E. Haben gleich wieder Q. Wir machen mal Lee Sin hier. Batz. Batz. Guck mal, es ist so einfach. Es kann so einfach sein. Wenn nicht alle immer so... wir verlieren. Ne? Alle immer am Weinen. Dann kann es so einfach sein. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Zack. Batz. Batz. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sagt der Eber zu dem Stachelschwein. Gut. Guti. Machen wir mal hier ein bisschen noch. Ein bisschen was klauen. Also als nächstes Sanguine Blade. Sanguine Blade ist richtig deliziös, weil wir uns dann auch richtig gut heilen. Wir können richtig gut splitten. Ich habe das Gefühl, dass Cocky gleich kommt, aber er ist in der Mitte. Hätte gerne noch den Taunty, damit wir ein bisschen Baron Control haben. Hat sich erledigt. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir Lifesteal oder Lidelity? Ich würde sagen Lidelity, oder? Also was wir als erstes bauen. Lifesteal ist nett, aber wenn der Gegner tot ist, muss ich mich auch nicht mehr heilen, oder? Macht Sinn, so ein bisschen, theoretisch. Ihr dürft jetzt noch nicht enden, das wäre wichtig. So, dann machen wir das noch eben. Zack. Ja, ich komme doch gleich, Leute. Ist doch noch eine Minute. Ganz ruhig. So. Senna, Leute, wenn ihr eine Senna im Team habt, geht raus. Senna ist so schlecht, keine Ahnung. Ich habe noch nie mit einer Senna gewonnen, seit 1910. Ich habe mal gehört, dass sowas zwei Franzosen in Guatemala passiert ist. 1810. Aber das sind auch nur Gerüchte. Und Wahrheit oder Lüge, wer weiß das schon. Twitch ist gestorben, ist nicht so geil. Jenna stirbt, nicht so geil. Leute, es ist so eine Drache, das wisst ihr, ja? Ach, Leute, wir müssen da jetzt jemanden töten, sonst wird das nichts. Es ist auf jeden Fall nicht meine Schuld, wir töten da jetzt jemanden. Ja, das war's, Leute. GG! Warum seid ihr alle so schlecht? Es ist auf jeden Fall nicht meine Schuld gewesen. Ich war rechtzeitig beim Drachen da. Ach, Leute! Okay. Es ist noch nicht verloren, aber die haben ja natürlich jetzt alle Seelen. Ach, Leute, wir sind einfach richtige Menschen, die lost sind. Ich meine, Silas ist echt fett, ne? Genauso wie ich. Aber der Rest, Twitch, in der Theorie ist Twitch turbo strong so. Irgendwie, Twitch ist immer turbo strong. Lethality, nicht Lethality, hat Lidl dabei, Lidl lohnt sich. Und Damage-Items hat er auch das Wichtigste, Runans, bisschen AD, Crit. Aber irgendwie sind wir alle geistig behindert.
Na, na, na. Und jetzt machen die noch Baron. Baron. Ich glaube, ja. Wir haben einfach so ein richtiges Patchwork-Team. Jeder spielt für sich das Game. Niemand spielt zusammen, jeder spielt für sich. Das ist dieses Spiel. Guten Tag. Nicht mich? Oh. So, machen die Baron? Nee, machen die nicht. Machen die nicht. Können die gar nicht. Machen die das? Machen die nicht. Stirb! Stirb doch! Danke. Das Gute ist, dass der Klon halt auch dieses Zeug macht. Dieses, dieses... Ah! Der kommt wirklich mit 3 HP weg? Okay, wo ist er, ist die Frage. Ist er doch da drin vielleicht sogar? Nee. Und, aber er hat doch schon voll viel AP wieder. Ich wollte guten Abend sagen nur. Mehr wollte ich gar nicht. Ne, ihr seht, mit Cooldown können wir jetzt gleich wieder springen. Das ist schon nett, Leute. Es ist Hashtag nett, aber der heilt sich wie auf der Kirmes. Hör auf damit. Der heilt... Ocean Drake ist halt strong, Leute. Strong, strong, mächtig, strong. Au. Adonido, Ado, Colorado. Colorado-Wurf. Der Colorado-Wurf, da ist er. Und ein Tier. Was? Oh, er hat mich noch gekillt. So ein Dreck gebraucht. Silas, komm, zeig mal, was du kannst. Du hast 1000 Kills. Jetzt machen wir was damit. Zeig mal, dass du auch was machst. Wie viel brauchen wir für Dingteile? Was sind Kloppen und Möbeln, ey? Das ist pure Solo-Queue. Kloppen und Möbeln. Silas ist halt auch... Ja, ich weiß nicht, ey. Und Fiora pinkt alles, aber 3-6 und macht nichts. Wenn man eine Fiora im Gegnerteam hat, macht die so... Die steht ständig hier, hier oder da in deinem gegnerischen Nexus-Team-Teil. Da war kein Free-Nash. Das war alles, aber nicht free. Gut. Na, das hier ist meine Fiora. Oh, Leute. Der Account ist verflucht, was soll ich sagen? Ich meine, klar, ich kann besser spielen, ne? Lass uns nicht drüber diskutieren. Aber... Das kann doch nicht sein, dass ich... Ich meine, klar kann ich besser spielen, aber ich bin mit L5 schon nicht schlecht dabei, würde ich sagen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich... Wie gut muss ich denn spielen, dass ich die Runden gewinne? 20-0 oder was? Ich klaue den jetzt einfach. Ah, fuck it. Oh, ey, wir haben einfach Mayonnaise. Ich weiß nicht, ey. Was soll man machen hier, ey? Richtig. Was ist mit Twitch? Ich sehe nie, was Twitch macht. Weil er irgendwie nur tot ist. Vielleicht müssen wir teamfighten, damit Twitch mal nützlich ist. Richtige Fiesta, yeah. Hier ist leider nichts mehr. Ich glaube, ich könnte... Ich Split-Push jetzt einfach. Weil... Na, es wäre halt gut, wenn ich Sanguine Blade vorher noch hätte. Aber erstmal haben die Baron. Da macht Split-Pushen immer Sinn. Jenna ist tot. Die werden jetzt zu mir kommen. Mir fehlt noch ein bisschen, though. Der killt mich ja wohl nicht, oder? Macht der nicht. Leute, ich bin... Okay. Leute, aber ich kaufe hier ein bisschen Baron-Zeit. Ja, boah. I wanna kill myself. Self. Ja, aber... Ich meine... Leute, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, wir haben 70 Gold, 60 Gold noch. Komm. Das ist winnable, Leute. Es ist ein Urgestein von Katastrophengame. Aber es ist winnable irgendwie. Weil die Gegner sind genauso scheiße wie wir. Wir sind nur ein Stückchen schlechter. Ich habe das Gefühl, wir spielen halt zu zweit. Silas und ich. Der Rest, ich weiß nicht. Wir können ja mal gucken, was die so machen. So, hier wird natürlich Nein gedrückt. Just let me split from now. We are too bad to fight. Wir müssen die Realität ins Auge sehen. Der, die, das Realität. Wir sind einfach zu schlecht. So, jetzt haben wir mit dem Item nämlich Turbo für Attack Speed. Ein bisschen Lethality und ich glaube, im 1-on-1, ich weiß nicht, ob ich Set besiege, aber jeden anderen von denen kann ich töten. Im 1-on-1 auf jeden Fall. Lee, also Set und Lee bin ich mir nicht turbo sicher. Das Problem ist, dass Elder gleich kommt. Sollen wir mal probieren. Das Ding ist, er hat halt noch einen Ocean Drake. Das ist so ein kleines Problem. Er darf mich nur nicht durcheinander kicken. Dann ist alles Guti. Guti McGutenstein. Und er darf nicht das machen, was er hier gerade macht. Ja, das Ding ist, es war schon nicht sehr schlecht, aber das
Problem ist, dass er sich einfach super krass durch den Ocean Drake heilt. Ich glaube, das ist das Problem hier gerade. Ja, wir können uns aber auch relativ gut heilen. Drake kommt halt bald, das ist schlecht. So, wir haben jetzt schönen Lifesteal. Komm, heil mal jetzt. Heil mal jetzt. Ich glaube, Lee Sin ist noch unten im Busch. Der ist jetzt auch schon wieder full life. Der ist noch hier locker. Ich wusste es einfach, weil ich ein Wusser bin. Ich hab's gewusst, aber wir leben. So. Okay, wir sind tot. Damit habe ich nicht mehr gewusst. Tom, tötet ihn! Dann haben wir... Okay, beide Jungler tot. Gut, okay. Hey, wir haben was gemacht. Ja, für mich, ich sterbe jetzt nur noch, aber ich meine, ja, keine Ahnung, ey. Wir sind verloren. Wir sind alle verloren. Error, Error, Error. Leute, die machen Elder, 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 Elder. Okay, Twitch, wir gucken jetzt mal, was Twitch so macht. Wie ist Twitch dein Positioning? Turbo schlecht. Aber er lebt. Nee, doch nicht. Ja, ich meine, ja. Was hat er denn da gemacht, der Twitch? Ich meine, ich bin selber gestorben. Ich werde niemanden ankreiden. Und Leute, ich habe auch nie geschrieben, so, hey, you're so bad oder so. Na, aber Leute, 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 Leute. Okay, wie können wir das... Was für ein Item kaufen wir jetzt und wie können wir das Spiel gewinnen? Wir brauchen jetzt einen Masterplan. Hm. Ja, ich habe keinen. Scheiße. Ja, das mit dem Splitten gegen Lee hat jetzt nicht so gut funktioniert. Es war okay, aber es war schon das beste Opening, was ich hätte kriegen können gegen Lee, glaube ich. Besser geht nicht. Ich muss Leute catchen, glaube ich. Anders geht's nicht. Ich kann immer noch die meisten von denen ziemlich schnell tot machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier zum Beispiel will. Will ich das? Vielleicht. Nee. Nee, das ist eh eine Senna, für die will ich nicht reingehen. Natürlich hat Chaco im Late Game manchmal auch Probleme, aber ich glaube, es liegt einfach dran, dass wir keinen Tank, kein Engage haben. So ein bisschen. Nicht so geil. Vor allem hauen wir alles auf Set und die haben Elder, Leute. Und wir fighten nicht unterm Turm. Hier gibt es viele Sachen, die nicht so geil sind. Jetzt pingen die Leute mich, dass ich full life bin und so, aber... Es gibt hier zu viele Dinge, die Hashtag nicht geil waren. Und ich bin tot. Ich lebe, ich bin tot, ich bin... Okay. Lol, haben wir aufgegeben? Ohne mich? Oh, lol. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ja, mein Gott, also ich bin nicht salty. Es war eigentlich irgendwie ein One-Game, aber was will man machen, Leute? Was will man machen? Kann ich hier jemanden honoren? Hat geflamed. War nicht gut, hat geflamed. Ja, guti. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Ich sag gar nichts. Es ist so, es ist der verfluchte Account. Kennt sich jemand von euch mit Geisteraustreibung aus oder sowas? Irgendwie sowas in der Richtung. Ex-Accountismus. Ja gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst euch nicht tilten. Natürlich ist es schade, wenn man sowas verliert, aber ja, mein Gott, hilft ja nichts. Ja, auf Wiedersehen, viel Spaß, later und bis dann, Antenne. Wir sehen uns. Macarena.